Die Protokolle sagen, dass die Kritiker der Corona-Zeit alle recht behalten haben. Jede Verschwörungstheorie hat sich als Realität herausgestellt. Das Hauptproblem Deutschland ist die Selbstzerstörung der Kultur. Wir zerstören unsere eigene Kultur. Heute heißt Streit ja Hass. Es muss ja nur Alice Weidel auftreten, dann ist das egal, was die sagt. Die kann auch sagen, die Erde ist rund und der Mond scheint nachts. Hass. Alles Hass. Ich habe gesagt, wenn ihr mal richtig Verschwörungstheorie geschwurbelt mit Fake News haben wollt, dann müsst ihr in die Bundespressekonferenz gehen. Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zell und ich grüße Sie aus Berlin mit einem ganz besonderen Gast, einem spektakulären Gast. Es ist dies der Journalist, ehemaliger ZDF-Moderator und nicht nur Schriftsteller, sondern auch Bestsellerautor, gigantischer Bestsellerautor, fast unvorstellbar für einen Schweizer, denn Peter Hane hat eine Auflage von über 10 Millionen Bücher verkauft, gerade ein neues Buch rausgebracht. Ist das euer Ernst? Fragt er hier auf seinem, ja, mit sicher, man kann es, glaube ich, das ist risikofrei, wenn man sagt, ein neuer Bestseller ist ja, da entstanden. Es ist schon ein Bestseller, sagt der Peter Hane. Erste Frage, was ist Ihr Erfolgsrezept? Warum sind Sie so beliebt? Eigentlich müssten Sie das die fragen, die mich lesen, aber ich kriege ja die Echos. Und die Leute sagen, der spricht uns aus dem Herzen, der redet Klartext und nicht drumherum. Der bringt auch Themen, die andere nicht anfassen und so. Dann darf die Sprache nicht akademisch sein. Sie muss einfach so sein, dass es jeder versteht. Und ich bringe auch in diesem Buch ja ganz aktuelle Sachen. Es sind 30 Kapitel, da steht jedes Kapitel pass pro toto, also ein Beispiel, wie es in Deutschland aussieht. Und wissen Sie, ich sage immer, Zufall ist ein Pseudonym Gottes. Ich habe zum Beispiel in diesem Buch jetzt ein Kapitel drin über die Umweltministerin Deutschlands, Steffi Lemke, die kein Mensch kennt, aber die will gerne bekannt werden. Folglich hat sie Hunderttausende Euro eingesetzt von meinen Steuergeldern, um PR-Agenturen und Fotografen und sowas alles zu holen, dass sie bekannt wird. Ausgerechnet diese Frau ist nun in diesen Tagen sehr bekannt geworden, weil sie nämlich sozusagen verursacht hat, dass Afrika, Botswana, jetzt 20.000 Elefanten nach Deutschland bringt. Also der Untertitel ist ja Aufstand gegen Idiotie und Ideologie. Das ist für mich Idiotie pur, was wir heute in Deutschland erleben. Es ist ja eine politische Landschaft, die ich bin ja 50 Jahre da schon drin in dem Geschäft und war immer an vorderster Front, auch beim Radio vorher schon, nur Innenpolitik. Und sowas Idiotisches wie heute habe ich noch nie erlebt. Vielleicht noch ganz kurz zu Ihrer Person, Sie sind ja wahnsinnig interessant, wahnsinnig lange im Geschäft dabei, für Leute, die Sie vielleicht nicht kennen. Was muss man über Peter Hane wissen, um ihn zu verstehen? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Ach, du liebes bisschen. Also, ich glaube, man muss ihn erleben. Es geht, glaube ich, doch nur übers Erlebnis, um vielleicht den Eindruck zu haben, ich sage immer, es gibt drei Konstanten für einen Journalisten, für einen Politiker, für einen Menschen überhaupt. Das ist Glaubwürdigkeit, Vertrauen und Kompetenz. Und dass man einfach weiß, ich bin von der Pike auf Journalist, bin auf der anderen Seite selten im Privatleben mit Politikern und Journalisten zusammen, sondern lebe ganz normal unter dem normalen Volk und auf der anderen Seite ein Stück Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Also das ruht natürlich auch in meinem immer schon vorhandenen und ja offen bekannten Glauben. Ich habe mich immer als Christ bekannt und das hat mir viel Häme eingebracht, aber auch und heute mehr denn je Respekt. Wie lautet Ihre zentrale Botschaft? Wofür steht Peter Hane? Für die Wahrheit. Für die Wahrheit. Also Bert Brecht hat ja gesagt, wer die Wahrheit nicht sucht, der ist dumm. Wer die Wahrheit aber hat und sie als Lüge verkauft,
der ist ein Verbrecher. Und Erich Kästner, dessen Bücher ja verbrannt worden sind im Dritten Reich, im Nationalsozialismus, der hat gesagt, diejenigen, die die Wahrheit verkünden, spalten auch immer. Die einen sagen, das ist alles Blödsinn und lehnen einen ab. Warum? Weil sie sich überführt fühlen, ertappt fühlen. Das war jetzt die letzten 4 Jahre. Diese ganze Corona-Geschichte, alles, was wir hatten, jetzt liegt das ja alles offenbar mit den Protokollen des Robert-Koch-Instituts. Ja, das war ein Krieg, fast ein Glaubenskrieg. Also mein Motto, und ich habe es also weniger mit Bert Brecht als mit Jesus Christus, nur die Wahrheit macht uns frei. Und das ist mein Lebensmotto immer gewesen. Auch wenn es wehtut oder wenn es unbequem ist, es hilft eigentlich nur die Wahrheit. Und ja, die ist eben heute nicht mehr gefragt. Ich rede grundsätzlich nicht von der Lügenpresse. Das muss man gar nicht. Die Leute können doch selbst beurteilen, wenn sie eine Zeitung lesen, wie sie das empfinden, was da drin steht. Das muss ich denen ja nicht sagen. Deswegen sage ich auch dieses Wort nicht. Nur was wir heute erleben, hat ja nichts mehr mit Wahrheit zu tun, sondern es ist eine interessengeleitete Ideologie, und der Witz ist, sie geben es ja selbst zu. Ich nehme mal nur ein Beispiel, dass gesagt wird bei diesen Protokollen des RKI, die ja bekannt geworden sind, weil da Schwärzungen auch noch drin sind, aber die Protokolle sagen, dass die Kritiker der Corona-Zeit alle Recht behalten haben, jede Verschwörungstheorie hat sich als Realität herausgestellt. So, und jetzt kommt Folgendes. Wir dürfen das nicht veröffentlichen, weil sonst spielen wir ja den Rechten in die Hände. Und wir dürfen das nicht veröffentlichen, sonst ist das Volk in Unruhe oder irgendwas. Ja, Entschuldigung, mein Auftrag als Journalist ist es doch, die Leute in Unruhe zu bringen und aufzuklären. Also was wir heute nicht mehr haben, ist dieses im positiven Sinne Investigative. Ich sage immer, zum Journalismus gehört Zweifeln, Zweifeln, Zweifeln. Alles, was mir verkauft wird, auch von besten politischen Freunden, ich muss erstmal zweifeln, weil das ja alles interessegeleitet ist. So, und dann skeptisch sein, Fakten sammeln, das alles überprüfen und dann erst damit in die Öffentlichkeit gehen. Heute, es ist entweder Faulheit oder es ist pure Ideologie, dass man sich gar nicht mehr bemüht um die Fakten, sondern einfach, was nicht sein darf, das darf auch nicht sein. Wir erleben, sehen Sie noch ein anderes Beispiel in Deutschland, ist die Ausländerkriminalität. Wenn man das vor 3 Wochen gesagt hätte und wir hätten uns vor 3 Wochen getroffen, ich hätte Ihnen gesagt, alles dramatisch in Deutschland, hätte ich die Ausstrahlung Ihrer schönen Sendung ja gar nicht überlebt. Da wäre ja schon die Polizei vor der Tür gestanden, denn das war ja auch rechtsradikal zu sagen, also Kriminalität ist größtenteils von Migranten und Ausländern. Jetzt seit wenigen Tagen sagt selbst die Politik, weil sie es nicht mehr übersehen kann, dass das so ist. Und deswegen kann ich nur sagen, es ist ein Versagen des Journalismus, dass man nicht genauer hingeguckt hat in den letzten Jahren. Denn eins kann man sagen, das ist wie bei Corona, bei Klima oder jetzt bei dieser ganzen Migration. Man hätte vor 10 Jahren noch etwas ändern können. Ich bin zwar kein Pessimist, erst recht kein Optimist, bin Realist. Ich befürchte, dass sich vieles nicht mehr ändern lässt. Ich werde selbstverständlich mir die größte Mühe geben, da diese letzten optimistischen Anhaltspunkte noch herauszukitzeln. Aber was mich jetzt interessiert, wir sind ja voll schon beim Thema. Sie haben sich jetzt in diesem Buch intensiv mit Deutschland auseinandergesetzt, haben jetzt mehrere Probleme schon angesprochen. Was glauben Sie, was ist das größte Problem Deutschlands? Also das kann ich beantworten mit einem bewegenden Erlebnis. Henry Kissinger,
Nun werden wieder manche unserer Zuschauer sagen, deswegen sage ich Ihnen jetzt gleich, es geht mir nicht um die Politik von Henry Kissinger in den letzten Jahrzehnten, weil die sagen, ja, das war ja auch ein Verbrecher und der hat ja auch Kriege und alles sowas. Nur mal die Persönlichkeit. Der Mann wurde 100, kam hier nach Berlin zu einem Essen. Kurz danach ist er gestorben. Und bei diesem Abendessen, hier ganz in der Nähe, wo wir sitzen, merkte man, er stammt ja aus Fürth bei Nürnberg in Deutschland, in Bayern, und dass er nochmal, wie soll ich sagen, sich dieser Wurzeln bewusst wurde. Und da sagt dieser alte Mann, das größte Problem Deutschlands ist die Öffnung der Grenzen 2015, die Flutung durch importierten Antisemitismus, dieser blanke Antisemitismus, den wir heute erleben, auf den Straßen Berlins wird gerufen, Hamas, Hamas, Israel ins Gas. Und die Polizei schreitet nicht ein. Das ist ja etwas, was wir jetzt erleben, das ist ja unfassbar. Und das Zweite ist mir genauso wichtig, da sagte er, das Hauptproblem Deutschland ist die Selbstzerstörung der Kultur. Wir zerstören unsere eigene Kultur. Das heißt, es steht ja alles zur Disposition. Nehmen Sie nur mal dieser Irrsinn mit Gender und Transgender und sowas alles. Wenn heute der Berliner Regierende Bürgermeister, also Ministerpräsident, der von der CDU ist, von der CDU, der sagt, ein Flüchtling, der sich als Frau versteht, ein männlicher Flüchtling, der sich als Frau versteht, darf nicht abgeschoben werden. Ja, das sage ich doch, das sagt sich doch jeder vernünftige Mensch, hat der denn nicht alle Tassen im Schrank? Jetzt kommt die Bundesvorsitzende, Stellvertretende der CDU. In Klammern, ich beschäftige mich überhaupt nicht mehr mit der Ampel. Dass das alles irre sind, das wissen wir ja. Ich will nur gucken, wo ist eine Alternative für Deutschland? Und die finde ich in der CDU und der CSU nicht. Kurz vor Ostern hat die stellvertretende Bundesvorsitzende der CDU, die Bildungsministerin ist in Schleswig-Holstein, einen Tweet abgesetzt im Internet und schreibt, ja, Männer und Frauen, das ist nur ein Rahmen, in dem sich dann diverse Geschlechter psychologisch, soziologisch und so weiter wiederfinden. Also ich bin ja dankbar, dass die CDU meint, ich sei ein Rahmen und kein Pfosten, geschweige denn Vollpfosten. Ich bin ja wirklich noch ein Rahmen. Wissen Sie, an diesem kleinen Beispiel merken Sie, wir zerstören unsere Kultur. Unsere Kultur, wissen Sie, ich sage immer, alles ist Biografie. Als mein allererstes Interview, also so als ich in dem Alter war wie Sie, das war noch der Kindergarten, da saß ich dann etwas zitternd, nicht so souverän wie Sie, dem großen Otto von Habsburg gegenüber. Der wäre österreichischer Kaiser damals gewesen, wenn es die Monarchie noch gegeben hätte. Und habe mit ihm ein Interview gemacht. Und dann sagt mir dieser weise Mann, Europa ist nur unter dem Kreuz zu haben oder gar nicht. Das heißt, wir haben die Prägung einer christlichen, jüdisch-christlichen Kultur. Das wird jetzt einfach, es wird alles verspielt. Das heißt, auch nebenbei, da habe ich ja in meinem Buch ausführlich, die Beispiele sind ja alle zum Lachen, nur es ist ernst, dass jetzt die Bücher umgeschrieben werden, dass Kinderbücher umgeschrieben werden, dass man sich tausendmal überlegt, Sie müssen sich doch jetzt überlegen, wenn Sie nicht aus der Schweiz kämen als deutscher Journalist, wie Sie die Frage formulieren. Denn ich könnte mich ja als Frau verstehen. Also müssen Sie mich jetzt anders ansprechen, als Sie es eigentlich wollten. Das ist doch Wahnsinn. Steckt Deutschland in einer Identitätskrise? Ja, na, völlig klar. Völlig klar. Das große Problem, und das sagt der Henry Kissinger auch bei diesem Abendessen, ist die Geschichtslosigkeit. Wir sind völlig geschichtslos und wir merken es gar nicht. Es wird immer geschrien, hoch, also Nazi, 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 also bald ist ja schon Nazi ein Ehrenbegriff.
wenn ich irgendwo auftrete in großen Veranstaltungen, sage ich, damit das schon mal ganz klar ist, ich bin rechtsradikal, ich bin auch Nazi. Ich will das jetzt deswegen ironisieren. Und das sage ich zusammen mit meinem Freund Hendrik M. Broder, der eben der bekannteste deutschsprachige jüdische Publizist ist. Der sagt, ja, wenn Adolf damals so harmlos war, wie das, was Sie heute als rechtsextrem und Nazi bezeichnen, ja, dann war der doch gar nicht schlimm. Übrigens sagt Broder auch, wenn ihr begreifen wollt, warum das Dritte Reich des Nationalsozialismus überhaupt entstehen konnte in Deutschland, dann guckt euch an, was heute los ist. Das sagt ein Jude, der ein Drittel seiner Familie im KZ verloren hat. Verstehen Sie, ich kann das gar nicht sagen als Christ oder ich traue mich das fast gar nicht. Und der sagt, und das ist ja das schlimmste Verdikt, was es gibt, er sagt, wir sind auf dem direkten Weg in eine neue Diktatur. Das sage nicht ich, das sagen andere. Und Sie haben ja nachgefragt, wir haben heute eben keine richtige Meinungsfreiheit mehr. Wenn 80% der Leute heute in Umfragen sagen, in allen Umfragen, wir trauen uns nicht mehr, unsere Meinung zu sagen. Und so beginnt ja auch mein Buch, dass ich sage, können wir überhaupt noch ruhig schlafen? Als Journalisten, als Politiker. Die Leute glauben uns nicht mehr, sie vertrauen uns nicht mehr, sie sagen ihre eigene Meinung nicht mehr, sie sind eingeschüchtert, sie ziehen sich zurück. Können wir dann überhaupt noch ruhig schlafen? Woran kann man sich heute in Deutschland noch festhalten? Was gibt Hoffnung? Was läuft vielleicht noch gut? Also es läuft gut, das kann ich nur sagen. Ich habe immer mehr Zuspruch. Ich hatte noch nie so viel Zuspruch wie heute. Natürlich auch Ablehnung, völlig klar. Aber wir können ja mal jetzt gemeinsam auf die Straße gehen. Es sprechen mich, die mich noch vom ZDF von früher kennen, aber, und das möchte ich jetzt auch mal sagen, auch für Sie, was Sie mit der Weltwoche machen, was Roger Köppel macht mit seinen Interviews und den Morgensendungen und was Sie jetzt hier machen, das wird konsumiert, das hat Einfluss, das hat Einschaltquoten, von denen träumt doch heute das öffentlich-rechtliche Fernsehen, sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland von. Das heißt, die Zeiten haben sich doch völlig geändert. Meine Hoffnung ist, immer mehr Menschen orientieren sich über das Internet bei alternativen Medien. Deswegen haben die doch alle die Panik. Die Zeitungen, nehmen wir in Deutschland, ist ja das Beispiel, wie kriegen wir die AfD klein? Die sind doch in heller Panik. Und da sage ich immer, was regt ihr euch denn auf? Das Internet ist heute die große Informationsquelle. Und ich sage es mal ganz biografisch so für eine Familie. Früher sagte der Papa den Kindern, wieso die Weltlage ist. Weil Papa guckte ja die Nachrichten in der Tagesschau oder meiner früheren Heute-Sendung. Bei mir saßen sie auch noch vor der Sendung. Ich habe ja 7 Jahre heute und dann Heute-Journal, noch 10 Jahre. Da saßen sie mit gefalteten Händen und hörten, was Peter Hane da sagt. Das ist doch alles vorbei. Heute ist es umgekehrt. Heute sagen die jungen Leute den Alten, was los ist. Warum? Weil sie im Internet gucken und sagen, ja, also das ist übrigens ganz anders als das, was in der Zeitung steht. Und deswegen ist, das ist meine Hoffnung. Jetzt sind wir wieder bei dem Ausgangspunkt Wahrheit. Die Wahrheit lässt sich nicht unterdrücken. Das war auch die Erfahrung, und ich, verstehen Sie, Geschichtslosigkeit. Ich bin eben aufgewachsen, auch weil ich gute Lehrer hatte, die uns das nahegebracht haben. Ich kenne aus den Büchern Geschichte, spätrömische Dekadenz. Und genau das Gleiche haben wir wieder. Ein völlig dekadentes Volk. Ich kenne die Geschichte des Nationalsozialismus. Und da ging es zum Schluss nur darum, wo liegt die Wahrheit? Wo sehen Sie heute die Rolle Deutschlands auf dieser Welt? Oh, die beschreibt sie doch selbst. Deutschland ist nach dem Motto, an deutschem Wesen soll die Welt genesen.
Das Paradebeispiel ist ja erst vor wenigen Tagen passiert. Da fährt unsere Umweltministerin, über die ich mich ja schon in meinem Buch lustig mache, jetzt weiß ich, dass ich da richtig lag, fährt nach Afrika und erklärt mal kurz, jetzt darf ich ja das N-Wort nicht sagen, sonst werden Sie ja hier abgeschaltet, also den Eingeborenen, ihr Dummerchen. Ich komme jetzt aus Deutschland und sage euch, wie ihr das mit der Jagd auf Elefanten, auf Löwen und so weiter machen soll. Da sagen die ja, ist die Frau denn verrückt geworden? Die hat doch keine Ahnung, was bei uns läuft. Exportweltmeister der Moral. Das ist es. Und ich setze noch eins drauf. Exportweltmeister der Hochmoral. Wir sind inzwischen in Deutschland selber ein moralinverseuchtes Notstandsgebiet. Bei uns gibt es ja keinerlei Moral mehr, aber wir transportieren es in die Welt. Überlegen Sie mal, da ist die deutsche Bundesregierung mit 11 Flugzeugen, also sehr nachhaltig und umweltfreundlich, nach Katar geflogen und wollte der Weltgemeinschaft erklären, sofort die Atomkraftwerke abzustellen. Die haben sich gebogen vor Lachen. Wenn jetzt Deutsche auftauchen, ergreifen die Leute die Flucht. So viel Idiotie gibt es doch nirgendwo. Ich bin ja oft im Ausland unterwegs. Ich bin immer 1-2 Monate in den USA. Wenn ich da sagte, ich komme aus Deutschland, ja, da war ich. Also Mensch, und unsere Oma kommt da auch her und made in Germany und wir haben hier die Waschmaschine aus Deutschland und sowas. Heute verleugne ich fast, dass ich aus Deutschland komme, weil die Leute über uns lachen, über so viel Hochmut. Und jetzt sage ich Ihnen noch ein Beispiel, ich habe es auch in dem Buch drin, das ist ja top aktuell. Da fahren zwei grüne Minister, Habeck, Özdemir, an den Amazonas in den Regenwald und stellen sich vor die Leute und sagen, also wir sind sowas wie eure Häuptlinge und die sagen euch doch auch, was ihr tun sollt. In Klammern, wenn sie hier in Berlin sagen Häuptlinge oder Indianer, werden sie ja eingesperrt. Sie dürfen ja nichts mehr sagen, sie dürfen ja Eskimo nicht mehr sagen, sie ist doch irre. Aber jetzt gehen die dahin mit dieser Chuzpe, wir sagen euch, wie ihr mit dem Regenwald umgehen sollt. So, und da sage ich Ihnen, wenn das unser Export ist, dann ist das Hochmut, Besserwisserei und wir machen uns, das ist Kolonialismus. Hier tut man ja so, als ich meine die, Entschuldigung, ich erinnere mich, dass Roger Koppel sich darüber lustig gemacht hat. Ich habe es noch im Ohr. Da fahren unsere Kultur- und Außenministerin, diese beiden intellektuellen Genies, Claudia Roth und diese Annalena Baerbock, nach Afrika, bringen Beutekunst zurück. Sie waren im falschen Land und es war die falsche Beutekunst, aber Hauptsache sie waren da. Es wird ja noch mit Dummheit verbunden, also Idiotie und Ideologie. Was macht diese Ampelregierung eigentlich noch gut? Wo, es kann ja nicht alles negativ sein, wo sehen Sie das Positive? Das Positive sehe ich, dass wir täglich Kabarett haben. Es ist pures Kabarett. Die brauchen gar nicht mehr mein wunderbarer Freund Uwe Steimle, der auf Sächsisch dieses Herli, an sich ist der fast arbeitslos. Ich sage Ihnen, es ist inzwischen Realsatire. Und ich habe das ja öffentlich hier schon mal gesagt, deswegen kann ich das hier auch in einem Schweizer Medium ungeschützt auch sagen. Ich habe gesagt, wenn ihr mal richtig Verschwörungstheorie geschwurbelt mit Fake News haben wollt, dann müsst ihr in die Bundespressekonferenz gehen. Ich war da 30 Jahre Mitglied. Wissen Sie, wir haben früher die Politiker gegrillt. Wir haben sie hinterfragt, wir haben sie gequält mit unseren Fragen. Heute ist die kritischste Frage, Herr Bundeskanzler, haben Sie auch mal schlecht geschlafen? Das ist die kritische Frage, das gibt's doch alles gar nicht. Also, natürlich ist nicht alles schlecht, aber ich muss Ihnen ehrlich sagen, mir fällt im Augenblick nichts Gutes ein, weil, verstehen Sie, es ist alles so widersprüchlich. Und was mich am meisten aufregt,
Es ist alles am Volk vorbei. Man merkt, und das ist ja seit Jahren schon, übrigens sagen ja viele Leute, der Hahn ist ja erst mutig geworden, als er pensioniert ist. Oh nein, meine kritischsten Bücher habe ich geschrieben in der Glanzzeit meiner ZDF-Zeit. Ich habe immer gesagt, Leute, seid vorsichtig, und heute ist es eingetroffen, dass wir zu keiner Parallelgesellschaft werden. Das heißt, Journalisten, nicht wo wir hier jetzt sitzen, in diesem Lokal, das ist normalerweise der klassische Parallelgesellschaftsort. Wir sind hier quasi noch im Regierungsviertel, aber auch im Zeitungs- und Medienviertel. Hier trifft sich diese ganze Blase. Sie völlig fern vom Volk. Also wenn Sie durch Berlin fahren, Sie sind ja eben gekommen hierher, dann erleben Sie zum Beispiel, Sie kommen gar nicht mehr vorwärts, weil überall sind Baustellen. Ist ja völlig klar, die Parallelgesellschaft fährt doch mit der Polizeieskorte. Bei so kleinen Dingen fängt es doch schon an, dass viele Dinge sind so widersinnig. Also jetzt darf man ja in Deutschland Cannabis, also hoffentlich nehmen Sie ein paar Kilo mit, und du kriegst ja hier alles. Erstmal sage ich mir, man kann, weil Sie ja fragen nach der Ampelregierung, man kann die deutsche Politik gar nicht ohne Cannabis mehr ertragen. Also insofern ist die Freigabe schon richtig. Aber wenn, also ironisch jetzt, bitte ironisch. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, da sagen die in 44 Paragraphen, ja, und ein Paragraph ist, Cannabis darf nur 200 Meter von einer Schule entfernt konsumiert und verkauft werden. Ich habe 6 Schulen um mich herum, wo ich wohne. Da steht der Dealer nicht nur auf dem Schulhof, sondern schon in der Schulklasse. Da merken Sie doch, irre, wir sind irre. Sie haben ja eigentlich alle großen, nein, nicht alle großen Politiker, aber Sie kennen unglaubliche, haben unglaubliche Persönlichkeiten getroffen, gekannt, interviewt, Kohl, Schmidt, Brandt wahrscheinlich auch, nehme ich an. Gibt es eigentlich in Deutschland noch einen Politiker aus einem Schlage wie der genannten Politiker? Eindeutig nein, weil einmal das intellektuelle Niveau sich verändert hat, die Auswahl sich auch verändert hat. Überlegen Sie mal, es war ja früher das Wort Querdenker das höchste Lob, was Sie kriegen konnten. Wir wollen Querdenker in die Politik. Es waren Leute wie Norbert Blüm oder also die völlig von außen kamen und nicht aus diesen Hinterzimmern. Heute haben Sie wieder diese Auslese, Sie müssen ja, um in den Bundestag zu kommen, alle Kriterien erfüllen. Also am besten ist, Sie sind zwangsbeschnitten, trans, nigerianischer Herkunft, geflüchtet und vergewaltigt irgendwie. Also Sie brauchen jetzt alle möglichen Minderheiten, um überhaupt ins Parlament zu kommen. Meine Reaktion ist, ich fordere, dass in die Parlamente nur noch Leute kommen, die eine abgeschlossene Berufsausbildung haben und Lebenserfahrung haben und nicht diese Kevins und Ricardas und wie sie alle heißen. Das ist auch meine große Kritik an CDU und CSU. Das war mal eine Partei, da waren Handwerker, da waren freie Berufe, da waren Ärzte, alles der Querschnitt, waren normale Hausfrauen im Parlament. Heute sind es alles nur diese von Hinterblenkner nach vorne geschoben. Also, die Persönlichkeiten, nach denen Sie fragen, in dem Sinne gibt es heute nicht mehr. Ich will aber auch die Vergangenheit nicht idealisieren. Das darf man überhaupt nicht. Also früher, sage ich, war nichts besser, aber es war anders. Und eins ist mir das Wichtigste, was anders war. Früher wurde noch echt gestritten. Heute heißt Streit ja Hass. Oh, Hetz- und Hassreden. Es muss ja nur Alice Weidel auftreten, dann ist das egal, was die sagt. Die kann auch sagen, die Erde ist rund und der Mond scheint nachts. Hass, alles Hass. Ich habe die Zeiten erlebt und ich mache das ja wirklich seit über 50 Jahren und immer an vorderster Front. Habe ja unzählige Sommerinterviews gemacht mit all den Spitzenpolitikern Deutschlands. Das ist ja schon wie eine Legende.
nach dem Streit war man menschlich trotzdem zusammen. Und wenn das Kartspielen war oder Bier trinken. Und das war nicht das Negieren, dass der Streit nur Theater ist, sondern es war im Gegenteil. Es ging menschlicher zu. Und es ist heute, ich erlebe es ja auch bei meinen Kollegen, es ist so viel, früher war es Neid. Also meine Auflagen, Sie haben das ja freundlicherweise, und das ist ja jetzt für mich der neue Slogan, mehr Bücher als Einwohner der Schweiz. Das ist ja sensationell. Wobei unsere Bevölkerung natürlich auch wächst. Ja, ich merke es ja. Ich komme ja gerade aus dem Wallis und freue mich wahnsinnig, dass ich jetzt gleich in Berlin wieder diesen herrlichen Dialekt, den ich so liebe, weil Schweiz ist so gemütlich. Also ach, wenn Sie die schlimmsten Sachen sagen, klingt das immer noch herzlich und das finde ich ja so. Und das ist es ja auch, da waren wir ja gerade, das Menschliche. Wissen Sie, Sie können doch nicht einer Abgeordneten, nur weil sie in der falschen Partei ist, nicht kondolieren, weil ihr Mann gerade gestorben ist. So weit sind wir ja inzwischen schon. Nein, ich will ja nicht in die Nähe gerückt werden. Mir sagt eine führende Politikerin der AfD, eine großartige Frau, die ich schon Jahrzehnte kenne, die ist aus der CDU ausgetreten, so, ist eine ganz großartige Frau, die sagt mir, überlegen Sie mal, am 60. Geburtstag meines Bruders ruft er mich am Morgen an, als ich schon mit dem Blumenstrauß stand und das Taxi wartete, du bleib lieber zu Hause, ich kann dich meinen Freunden nicht mehr zumuten. Und wenn wir so weit sind inzwischen, und so sind wir, dann ist eine Gesellschaft kaputt, kaputt. Sie haben gesagt, früher war nicht alles gut, nicht idealisiert, ja, aber es war sicher besser. Würden Sie so weit gehen, dass man heute das deutsche Volk von seinen Politikern schützen muss? Ja, also es gab ja mal eine Institution dafür. Das haben wir nur vergessen. Der Verfassungsschutz ist nach der Zeit des Nationalsozialismus ja gegründet worden, um, jetzt sage ich mal Ihre Worte, die natürlich da nicht so gefallen sind, um das Volk vor der Regierung zu schützen. Das heißt, dass es eine Institution gab, die überwacht hat, dass die Regierenden nicht gegen das Grundgesetz, also die Verfassung, verstoßen. Dazu gab es den Verfassungsschutz. Heute sage ich immer, ist Etikettenschwindel. Man sollte den Verfassungsschutz umbenennen in Regierungsschutz. Heute ist der Verfassungsschutz reinster Regierungsschutz. Das heißt, ich meine, es darf doch wohl nicht wahr sein. Ich darf doch kritisieren, wie ich will, solange es den Staat nicht gefährdet. Heute heißt es aber, jede Beleidigung eines Politikers. Also wenn ich sage, deswegen, ich mache das ja insofern schon ein bisschen raffiniert. Ich sage ja, wir werden von Idioten regiert. Das sage ich öffentlich überall. Und sage, wissen Sie, ich erkläre aber gleich, ich habe ja in der Schule Latein und Griechisch gelernt. Und da ist es so, wenn da ein Klempner bestellt wurde und es kam ein Metzger, kam ein Idiot, also ein Nichtfachmann. Und das haben wir heute auch überall. Wir haben Nichtfachleute, die null Ahnung haben, aber sie spielen sich auf, als hätten sie Ahnung. Also für mich ist es einfach nur schlimm, dass sie, also nicht nur, dass die Leute Angst haben zu kritisieren, sondern diejenigen, die auch Journalisten, die noch den Mut haben zu kritisieren, sind sofort ausgegrenzt. Und inzwischen, ich meine, das muss man sich mal vorstellen, in der Schweiz kann man sich das gar nicht vorstellen. Inzwischen steht schon die Polizei vor der Tür. Hausdurchsuchungen wegen irgendeinem vorgeschobenen Grund. Sie können natürlich nachher sie nicht einsperren. Es geht nur um Einschüchterung. Und dass jeder merkt, Junge, wenn du hier noch weiter so machst, wie ich das tue, stehen wir auch vor deiner Tür. Das ist jetzt nicht mehr, wie soll ich sagen, Übertreibung oder Beschimpfung, sondern es ist Realität. Was man in der Schweiz auch mit einem gewissen Befremden beobachtet, ist ja, dass Deutschland oder die Regierung, die Politik macht in zentralen Fragen
das Gegenteil, was die Bevölkerung will. Also die Umfragewerte gehen in eine Richtung und das, was die Regierung macht, in die andere Richtung. Meine Frage an Sie, wie demokratisch ist eigentlich Deutschland noch? Tja, das ist jetzt eine schwere Frage. Wenn ich jetzt richtig loslegen würde, dann würde ich Ihre Sendung, die Ausstrahlung gerade noch überleben und dann stände wirklich bei mir der Verfassungsschutz vor der Tür. Also ich will mal so sagen, Sie haben völlig recht, es ist weitestgehend gegen das Volk. Nun kann man aber auch positiv sagen, kann sagen, na ja, nun, bei Helmut Kohl damals, da ging es ja um die NATO-Nachrüstung, dass also die NATO sich bis auf die Zähne bewaffnet hat, um die Sowjetunion niederzukriegen, was ja natürlich uns auch die Wiedervereinigung gebracht hat, die Einschüchterung der Sowjetunion. Da hat es Massendemonstrationen gegeben von 500.000, 600.000 Leuten, habe das alles selber miterlebt. Und Helmut Kohl hat gesagt, und auch damals Schmidt, da waren ja sogar die sich eigentlich, heute würde man sagen, sich Hassenden, waren da plötzlich und sagen, wir stehen hier zusammen, die Sicherheit des Staates geht vor, das Volk kann sagen, was es will, ist völlig wurscht, wir machen das. Sowas gibt es ja auch. Vielleicht muss ich die Frage noch anders stellen. Muss Deutschland aufgrund auch dieses Beispiels, das Sie genannt haben und auch der Beispiel, die ich genannt habe, muss Deutschland verschweizern? Braucht das deutsche Volk ein Referendum, eine Volksinitiative, ja, wie es die Schweiz hat, muss also Deutschland verschweizern? Ich habe ja, das können Sie wunderbar im Internet noch nachgucken, bei der Stiftung CH gesprochen. Stiftung Zukunft CH, so ist es. Hat Hunderttausende von Einschaltquoten, habe ich eine Rede gehalten, anlässlich des Jubiläums der Schweizer Verfassung letztes Jahr. Und da habe ich gesagt, für mich ist die Schweiz das große Vorbild. Allerdings, und das sah ich jetzt mal nicht pädagogisch mit erhobenem Zeigefinger, muss die Schweiz auch die Schweiz bleiben. Geben Sie bitte Ihre Neutralität nicht auf. Machen Sie sich nicht abhängig von irgendwelchen Blöcken oder was auch immer. Die Schweiz muss neutral bleiben. Und das Zweite, weichen und aufweichen Sie nicht die Referenden, die Volksabstimmungen und so weiter. Das ist der größte Schatz, den es weltweit, nicht nur Europa, den es weltweit gibt. Und das ist für mich das Vorbild. Wenn das Volk mehr zu bestimmen hätte, man muss ja nicht, wir haben eine repräsentative Demokratie, haben Sie ja eigentlich auch. Aber es muss wenigstens in Grundfragen das Volk gefragt werden, aber auch vor allem auf kommunaler Ebene, also auf regionaler Ebene. Das, gucken Sie sich nur die Frage an, wollen wir hier noch ein Flüchtlingsheim haben? Wir sind nur 600 Einwohner, jetzt sollen 400 arabische Jungs kommen. Wollen wir das oder wollen wir das nicht? In Deutschland heißt es, die Regierung erklärt von ganz oben, das wird dann immer weiter runter dekliniert, das müsst ihr haben. Damit zerstören wir alles, was ein Volk zusammenhält. Und die Erfahrung der Schweiz ist ja, ich bin ja nur oft da, dass die Abstimmungen so gegensätzlich die Positionen waren, aber nie zu einer Spaltung geführt hat, sondern jeder hat gesagt, wir sind gefragt worden und das ist jetzt Demokratie, das machen wir. Hier habe ich den Eindruck, dass die Politik Angst haben, das Volk zu fragen. Die haben pure Angst. Wissen Sie, die Grenzen wären längst zu. Diese Migrationsfrage wäre längst beendet. Dieser Klima-Irrsinn, das ist ja das Nächste, was auf uns zukommt. Das ist ja der größte. Wissen Sie, wir haben ja eben über Hochmut gesprochen. Deutschland geht davon aus. Deutschland ist so groß wie eine Stecknadel auf dem Globus. Ist ja gar nicht zu erkennen. Sie können ja den Namen Deutschland auf den Globus gar nicht draufschreiben. Da brauchen Sie ja einen Globus, der gigantisch groß ist. Jetzt wollen die Deutschen das Weltklima retten. Das ist an Lächerlichkeit nicht zu überbieten. Corona war das Gleiche. Und da sage ich nur,
was wir abbauen müssen in Deutschland, und das hoffe ich, dass das politisch geht, da muss eben eine andere Konstellation her. Da müssen eben Parteien nach vorne geschoben werden, die man heute radikalisiert und aussperrt. Es geht nur so, dass man jetzt die Politik zwingt, in welcher Form auch immer, hört aufs Volk. Und da ist, kann ich nochmal sagen, die Schweiz ein ideales, ich bin ja oft im Wallis und so, dann, für mich ist das ganz toll, dass man da über alles abstimmen kann. Aber ich sehe leider auch in der Schweiz, dass das da auch ein bisschen aufgeweicht wird. Deswegen bin ich ja froh, dass es Ihre Sendung gibt, die das immer wieder hochhält. Nächstes großes Thema, Sie haben es schon einige Male angesprochen, RKI-Files. Das Robert-Koch-Institut wurde quasi gezwungen, es wurde geklagt, wurden Protokolle freigeklagt, die ziemlich schwarz erschienen sind, jedoch doch auch eine gewisse Brisanz an den Tag legten. Frage an Sie, was ist die ganz zentrale Erkenntnis, die wichtige Erkenntnis, die Sie aus diesen RKI-Files, aus diesen Corona-Protokollen jetzt haben? Die ist ganz einfach, dass ich mich eigentlich erstmal um Entschuldigung bitten muss, weil ich immer gesagt habe, ich habe in allem richtig gelegen, aber das RKI ist schuld, weil es falsche Zahlen und das alles falsch macht. Da muss ich jetzt sagen, Herr Wieler, Tierarzt, der ist ja auch interessant, dass ein Tierarzt als oberster Menschen Humanmediziner da ist, aber Spaß beiseite. Eure Sachen waren richtig. Das Erschreckende ist, die Politik hat diese Informationen nicht nur unterdrückt, sondern sogar diesem weisungsgebundenen Institut gesagt, wie sie die Zahlen verkaufen sollen. Das heißt, da war Corona, hat es ja eigentlich kaum gegeben, aber sie mussten Warnstufe, rot, rot, rot. In Klammern, das erleben wir doch jetzt, gucken Sie sich mal die Wetterkarten der großen Nachrichtensendungen an. Früher war, wenn dunkelrot war, waren es 35 Grad. Heute machen die ja schon bei 20 Grad alles dunkelrot, damit die Leute in Erschrecken versetzt werden. Die Protokolle des Robert-Koch-Instituts sagen eindeutig, die Maßnahmen gegen Corona waren schlimmer, tödlicher, gefährlicher als die Pandemie selbst. Und dann gucke ich auch in die zwei Bücher, die ich in der Zeit geschrieben habe, in den letzten 4 Jahren. Ich habe das alles von Anfang an gesagt. Viele Journalisten, Sie, Weltwoche auch, haben gesagt, wir müssen hier, dürfen die Wahrheit nicht unterdrücken. Das wurde als Verschwörungstheorie bezeichnet. Das muss man sich mal vorstellen. Das Schlimmste, was man einem vorwerfen kann. Die Akten des Robert-Koch-Institutes sagen eindeutig, die Verschwörungstheorien sind reinste Realität, sind sogar noch übertroffen worden. Und jetzt erwarte ich, dass doch endlich die Politik sagt, nicht nur Aufklärung, sondern Schuldzuweisung. Ohne dem hat das doch gar keinen Sinn. Wir wollen jetzt wissen, wer ist schuld daran, dass das zur Ideologie wurde. Und jetzt kann ich Ihnen ganz klar sagen, was mein Vorschlag ist. Erstens, lasst doch endlich aus den Gefängnissen die Leute raus, die da immer noch sitzen. Ärzte, Hebammen, Gesundheitspersonal, die falsche Impfausweise ausgestellt haben und sowas. In Klammern, die haben doch das Leben gerettet nach den heutigen Erfahrungen. Lasst die frei, wir brauchen jetzt viel Platz für Politiker, für die Verantwortlichen. Es bleibt mein Satz bestehen, ich will Handschellen klicken hören und nicht irgendwie so ein bisschen tralala und die Leute stehen. Das Schlimmste ist, dass die Leute sich jetzt aus der Verantwortung stehlen. Die Täter stehlen sich aus der Verantwortung. Und dann sage ich Ihnen noch ein Letztes. Ich fordere jetzt, dass die Kritiker nicht nur rehabilitiert werden, sondern dass nach diesen Leuten Straßen benannt werden. Straßen und Plätze, dass wir in Berlin jetzt eine Bakti-Straße haben oder eine Sönnigsen-Straße oder Wodak-Straße, was auch immer. Wir brauchen jetzt
die Rehabilitierung der Leute, die ihren Beruf verloren haben, ihre Reputation verloren haben, ihre Familie teilweise verloren haben, ihre Existenz verloren haben. Es gibt ja von den Kritikern Leute, die sie sind reif für die Psychiatrie. Manche haben sich sogar umgebracht. Muss man alles einkalkulieren. Für nichts. Heute wissen wir vom Robert-Koch-Institut, April. Für nichts. Wenn Sie nach dem Verantwortlichen rufen, wer ist aus Ihrer Sicht hauptverantwortlich? Naja, hauptverantwortlich sind schon die Spitzenpolitiker, wobei ich es fast schon ungerecht finde, dass man da immer gleich an Lauterbach, also könnte ich Ihnen auf meinem Handy zeigen, wunderschöne Fotos noch von den letzten Monaten, wenn ich Lauterbach treffe, den habe ich ja tausendmal interviewt, sage ich, Mensch, Sie sind mein Lieblingsminister, haben zwar alles falsch gemacht, aber es ist ja ganz nett, dass wir uns hier wiedersehen. Übrigens, ich habe auch hier Ricarda Lang von den Grünen. Ging ich strahlend auf die zu, da sagte ja, dass Sie auf mich zugehen. Da sage ich, ja, wieso, ich habe doch keine Berührungsängste, es gibt doch für mich keine Kontaktschuld. Ich finde Sie unwahrscheinlich toll. Niemand bringt den grünen Schwachsinn so fröhlich rüber wie Sie. Also muss doch immer positiv sein. Also, jetzt gehe ich wieder zurück. Jetzt habe ich natürlich vergessen, was Sie wissen wollten. Verantwortlich. Genau. Also, wer ist verantwortlich? Es sind schon die Spitzenpolitiker, die haben, wie soll ich sagen, da sind die Würfel gefallen. Wir müssen die Leute in Angst und Schrecken versetzen. Die Spitzenpolitiker, und da sage ich jetzt, in Bund und Land. Und es fing an vor 4 Jahren mit einer CDU-CSU geführten Regierung. Und deshalb sage ich nochmal, mein Problem ist nicht die Ampel. Sondern ich will wissen, warum CDU und CSU damals diese Weichenstellungen, Merkels Lockdown war genau vor 4 Jahren der erste, Ostern. Ich bin aufgetreten und habe gesagt, öffnet die Kirchen. Blödsinn mit diesem Corona-Kram. Der höchste christliche Feiertag, die Kirchen müssen auf sein. Mit diesem Satz bin ich damals in die Tagesschau gekommen. Da wurde ich interviewt, das war ein Och, Peter Hane ist Christ und er sagt, wir machen die Kirchen auf. 3 Wochen später wäre ich dafür verhaftet worden, weil denen plötzlich einfiel, du liebes bisschen, sie merkten ja plötzlich. Und ich sage Ihnen nur an diesem einen Beispiel. Zu Anfang dieser Pandemie, Masken sind gar nicht nötig. Dann sagte Merkel im Bundestag in einer, da sehen Sie, wir haben nicht nur betreutes Denken, sondern auch betreutes Wohnen und Leben. Ja, Mutti von der CDU stellte sich in den Bundestag und sagte, man kann auch selber die Masken nähen aus Stoff und die kann man bei 60 Grad waschen. Das hat die ernsthaft gesagt. 3 Wochen später hieß es, noch nicht mal die chirurgische Maske hilft, wir brauchen diesen Kaffeefilter. Ja, aber warum? Weil zwischendurch die Korruption kam. Da haben sich doch Politiker, vor allem von der CSU, bereichert an den Maskenkäufen, bereichert. Also das ist nur ein Beispiel. Und das hat sich durch. Wir bezahlen inzwischen Impfstoffe, die die Pharmaindustrie noch nicht mal hergestellt hat. Wir haben sie schon vorher bezahlt. Sind diese Corona-Protokolle, die jetzt freigeklagt wurden, ist diese Information für Sie, der von Anfang an kritisch, skeptisch war, eine Genugtuung oder ein Grund, den einen noch viel mehr an die Decke treibt? Also beides. Also zum einen, und ich sage es jetzt auch immer und sage es jetzt auch ganz gezielt zu denen, die uns zuhören. Wenn Sie zu diesen Kritikern gehören, die ausgegrenzt worden sind, Mensch, machen Sie eine Flasche Sekt auf, freuen Sie sich. Wir müssen selbstbewusster und stolzer sein. Aber auf der anderen Seite muss ich auch sehen, das macht ja die Opfer nicht mehr lebendig. Wissen Sie, und dafür brauche ich nicht unbedingt Christ zu sein, sondern das ist mit Henry Kissinger die Selbstaufgabe der Kultur. Nelson Mandela, von den Linken wird der ja immer sehr hochgehoben, Südafrika, der hat gesagt, die
Zivilisation einer Gesellschaft erkennt man am Umgang mit ungeborenen Kindern und mit sterbenden und alten pflegebedürftigen Menschen. Nach diesem Maßstab ist Deutschland nicht mehr, ist aus der Zivilisation weg, kann sich nicht mehr als human bezeichnen. Weil das größte Verbrechen ist, alte Leute ungetröstet sterben zu lassen. Ich kam jetzt ja hier zu Ihnen her, ganz live und in Farbe, es ist ja alles nur menschlich und Biografie, wenn man nicht in einer Parallelgesellschaft lebt. Kommt eine Nachbarin aus dem Nachbarhaus, eben als ich aufs Taxi wartete, auf mich zu und sagt, Herr Hane, ich kann darüber nicht mehr ruhig schlafen. Wir haben vor einem Jahr unsere Mutter mit 93 einsam in einem überfüllten Krankenzimmer in einem Krankenhaus hier in Berlin sterben lassen. Und ich füge dann noch hinzu, jetzt, wir haben vor allem in Deutschland die Toten nachher verscharrt, wie heute keiner seinen Hund verscharren würde. Ohne menschliche Begleitung, ohne Trauer und irgendwas. Wissen Sie, das sind nicht Kleinigkeiten, sondern es hat Tausende betroffen und damit ist auch der Zusammenhalt unserer Gesellschaft kaputt. Woran halten Sie sich eigentlich fest, wenn Sie an solche Fälle denken und dann im Nachhinein noch bestärkt werden, indem Sie eben Recht hatten? Und wenn es nach Ihnen gegangen wäre, dann wäre das gar nicht passiert. Woran halten Sie sich fest, dass Sie sich da nicht versteifen, verbohren, radikalisieren? Was macht, wer hält Sie da zurück? Wer gibt Ihnen da quasi noch... Ja, also sagen wir mal, das, der Glaube, von dem ich ja anfangs mal sprach, der muss ja irgendwo auch sichtbar werden. Und das ist schon die... ich hatte einen väterlichen Seelsorger früher, als ich noch jung war, das war schon ein alter Mann, und der sagte, du musst immer dankbar sein. Das war so ein Wort, wo er sagte, du musst immer dankbar sein, egal was kommt. Danken schützt vor Wanken und wer dankbar ist, fällt nicht um. Das habe ich verinnerlicht. Auf der anderen Seite, Hochmut kommt vor dem Fall. Wir könnten jetzt tausend dieser Kalendersprüche uns hier sagen, aber die haben ja alle einen Sinn. Ich darf auch nicht übermütig werden, ich darf nicht hochmütig werden. Man muss demütig bleiben. Also nach dem Motto, ich habe immer recht gehabt, kann ich mir jetzt dreimal sagen und hoffe, dass andere Leute es auch erkennen und sagen, du hör mal, wir haben jetzt 4 Jahre gestritten, jetzt muss ich mal anerkennen, dass du recht hattest. Darauf kann man allerdings lange warten. Und dass man einfach, wie soll ich sagen, das gibt auch ein Stück Selbstbewusstsein. Und ich kann jetzt auch unseren Zuschauern nur sagen, wenn Sie zu diesen gehört haben, die wegen Kritik und allem so ausgegrenzt wurden, dann darf man jetzt auch mal durchatmen und sagen, ich habe recht gehabt. Und das gibt auch ein Stück Selbstbewusstsein für die Zukunft. Das ist doch wichtig.